Ja, ihr dürft euch gerne setzen. Ja, es wird heute Morgen schon auch um Pfingsten gehen, aber nicht nur. Es wird auch um Hoffnung gehen. Das ist ja auch das Thema dieses Jahres. Und ich möchte, und das ist also mein Eindruck, dass das auch für heute sein soll. Wir wollen zum Thema Hoffnung vor allem heute mal eine Nation beleuchten, von der in der Bibel ganz besonders viel die Rede ist, und zwar von der Nation Israel. Also es soll ganz viel um Israel heute gehen und ja, was das eben mit Hoffnung zu tun hat, das werden wir jetzt sehen oder ein bisschen davon werden wir heute Morgen sehen. Genau, und ich möchte starten mit Versen aus dem Buch Jesaja. Also ich lade euch ein, die Bibel aufzuschlagen im Buch Jesaja, und zwar im Kapitel 62. Jesaja 62. Und ich lese erstmal die ersten beiden Verse, also Jesaja 62 ab Vers 1. Da schreibt der Prophet Jesaja: Um Zions Willen will ich nicht schweigen und um Jerusalems Willen will ich nicht ruhen, bis ihre Gerechtigkeit, also bis die Gerechtigkeit Jerusalems, bis ihre Gerechtigkeit wie ein Glanz aufgeht und ihr Heil wie eine Fackel brennt. Bis ihre Gerechtigkeit wie ein Glanz aufgeht und ihr Heil wie eine Fackel brennt. Und warum? Das Ganze hat einen Zweck, und das sagt uns Vers 2, damit die Nationen deine Gerechtigkeit, also damit sie deine Gerechtigkeit Jerusalem sehen und alle Könige deine Herrlichkeit. Und alle Könige deine Herrlichkeit. Ich sag mal, in das vielleicht Deutsch unserer Zeit übertragen, wäre das für mich alle Herrscher dieser Welt, alle Regierenden dieser Welt. Sie sollen das Heil Jerusalems sehen. Sie sollen sehen, wie dieses Heil, diese Rettung Israels brennt wie eine Fackel. Das ist der Wille Gottes. Also damit die Nationen deine Gerechtigkeit sehen und alle Könige deine Herrlichkeit. Und du sollst mit einem neuen Namen genannt werden, den der Mund des Herrn nennen wird. Ich will weiterlesen in Vers 6. Immer noch spricht der Prophet Jesaja. Und er sagt: O Jerusalem, ich will Wächter auf deine Mauern bestellen, die den ganzen Tag und die ganze Nacht nicht schweigen sollen, die ihr den Herrn erinnern sollt. Gönnt euch keine Ruhe und schweigt nicht, bis er Jerusalem hergerichtet und zum Lob auf der Erde gemacht hat. Ich will es nochmal lesen. Also es, vor allem diese Verse 6 und 7 sind wirklich ein Aufruf zum Gebet, zur Fürbitte für Jerusalem und für Israel. O Jerusalem, ich will Wächter, also ne, Gebetswächter, auf deine Mauern bestellen, die den ganzen Tag und die ganze Nacht nicht schweigen sollen, die ihr den Herrn erinnern sollt. Gönnt euch keine Ruhe und schweigt nicht, bis er Jerusalem hergerichtet und zum Lob auf der Erde gemacht hat. Amen. Ja, man stellt sich vielleicht die Frage, hat sich das schon erfüllt, wovon die Bibel hier spricht? Hat es sich noch nicht erfüllt? Ich glaube, in Teilen ist das vielleicht auch schon gesehen worden. Zur Zeit von König David zum Beispiel hat Israel wirklich eine Blütezeit gehabt. Und da ist Israel auch über die Grenzen von Israel hinaus bekannt gewesen. Ne? Auch unter Salomo, die Königin von Seba oder Saba, die kam und seine Weisheit hören wollte. Also es gab Zeiten, in denen Israel wirklich eine Blütezeit durchlebt hat. Aber das haben wir erst, glaube ich, am Donnerstag im Frühgebet gehört. Nach David sind vor allem Könige, sei es im Nordreich oder im Südreich gewesen, die gottlos gewesen sind und nicht in den Wegen Davids weitergegangen sind und damit in den Wegen Gottes weitergegangen sind. Und dazu kommen wir nachher noch im Römerbrief. Und das ist ja dann eine ganze Weile später. Ja? Also vielleicht nur ganz kurz so zum historischen Kontext. David war ungefähr 1000 vor Christus. Jesaja hat grob um 700 vor Christus, also 300 Jahre später gelebt. Und wir kommen nachher zum Römerbrief, und das ist ja zur Zeit, als Paulus gelebt hat. Und das ist dann ja ungefähr 1000 Jahre nach David oder 700 Jahre nach Jesaja. Und er spricht dann noch konkret davon, dass die Rettung Israels noch aussteht. Und was die Bibel uns sagt, ist, dass Gott die Zerstreuten, weil es ging ja dann, als der zweite Tempel zerstört worden war und auch Jerusalem zerstört worden war, ging es in die Zerstreuung der Juden, in die Diaspora. Aber heute vor 2 Wochen konnten wir den 75. Jahrestag der Staatsgründung Israels feiern.
Und ich glaube, dass das ein Zeichen der Zeit ist, dass diese Nation wieder ein Staat hat, dass sie wieder ein Land hat, in dem sie leben kann. Das ist jetzt schon 75 Jahre. Aber diese Rettung, von der die Bibel spricht, die ist noch nicht in Gänze eingetreten. Ich habe mich ein bisschen kundig gemacht, aber aktuelle Schätzungen gehen davon aus, dass ungefähr 1% der Juden wirklich Jesus als ihren Herrn und Erlöser kennen. Immerhin, ja, aber 1% ist wenig. Es ist wirklich wenig. Das ist einer aus 100. Ne? Und da sind die messianischen Juden gemeint, also diejenigen, die wirklich Jesus als ihren Herrn und Erlöser erkannt haben und angenommen haben. Und ich glaube, dass das für heute Morgen einfach auch zwei Schlüsselverse sind, diese Verse 6 und 7, dieser Aufruf zum Gebet für Israel. Und indem wir das tun, bringen wir dieser Nation Hoffnung, indem wir für diese Nation beten. Und ich will das jetzt ein bisschen näher beleuchten. Genau, lasst uns mal in den Römerbrief gehen. Weil, was ich jetzt schon so ein bisschen gesagt habe, oder noch viel wichtiger, das, was die Bibel sagt, Israel hat eine herausgehobene Stellung auf dieser Welt. Und das ist einfach so. Ja. Und das ist vielleicht manchmal auch ein bisschen herausfordernd, vor allem, wenn man menschlich an diesen Sachverhalt rangeht. Aber die Bibel macht es deutlich. Gott hat dieser Nation eine ganz besondere Rolle gegeben. Das hat er souverän entschieden. Und ich will diese einzigartige Rolle, die Israel hat in der Bibel und damit in Gottes Rettungsplan auch spielt, ein kleines bisschen beleuchten. Und zwar Römerbrief Kapitel 9. Da möchte ich mal lesen ab Vers 3, wobei es primär um die Verse 4 und 5 dann geht, aber einfach so für den Kontext, Römer 9, Vers 3. Da schreibt Paulus, denn ich selbst, ich habe gewünscht, von Christus getrennt zu sein für meine Brüder, für meine natürlichen Verwandten, die Israeliten sind, denen die Sohnschaft gehört und die Herrlichkeit und die Bündnisse, die Gesetzgebung, der Gottesdienst und die Verheißungen. Diese Auflistung macht diese einzigartige Rolle, die Israel hat, deutlich. Es unterstreicht einfach diese Einzigartigkeit, die diese Nation hat. Ja. Denen die Sohnschaft gehört und die Herrlichkeit und die Bündnisse, die Gesetzgebung, der Gottesdienst und die Verheißungen. Vers 5, deren die Väter sind und natürlich ganz wichtig und zentral und aus denen Christus herkommt nach seiner natürlichen Abstammung. Der Gott ist über alles gepriesen in Ewigkeit. Amen. Christus ist ein Jude. Er ist als Jude auf diese Welt gekommen und das war kein Zufall. Das war Gottes Absicht und Plan. Also diese Verse, und natürlich nicht nur diese Verse, aber ich denke, sie sind ein gutes Beispiel dafür, dass die Bibel deutlich macht, dass Israel einfach eine herausgehobene Rolle zukommt. Und ich will es gleich vorwegnehmen, nicht, dass das falsch verstanden wird. Das bedeutet ja nicht, dass alle anderen Menschen oder Nationen Gott unwichtig sind. Aber Gott hat in seiner Souveränität, in seiner Majestät entschieden, dass er die Rettung auf diese Welt durch diese kleine Nation Israel bringen wird. Gehen wir weiter, Vers 6, Römer 9, Vers 6. Nicht aber sage ich das, als ob das Wort Gottes hinfällig geworden sei, denn nicht alle, die aus Israel sind, sind Israel. Auch nicht alle, die Abrahams Nachkommen sind, sind darum seine Kinder, sondern, und da wird ein Vers jetzt aus dem 1. Mose zitiert, sondern in Isaak wird dir Nachkommenschaft genannt werden. Was ist damit gemeint? Gott hatte Abraham verheißen, er wird Nachkommenschaft, er wird einen Sohn durch seine Frau Sarah bekommen. Und wir wissen, hat eine Weile gedauert und Abraham wurde ungeduldig und er hat auf den nicht so guten Rat seiner Frau gehört und hat die Magd Hagar zur Frau genommen und sie wurde auch schwanger und es wurde Ismael geboren. Und so gesehen ist rein physisch gesehen, von der natürlichen Abstammung her, ist Ismael genauso ein Sohn Abrahams wie Isaak. Aber Gott hatte gesagt, deine Nachkommenschaft, die soll über Sarah hinwegkommen. Das heißt, nicht Ismael war der Sohn der Verheißung, sondern Isaak war der Sohn der Verheißung. Und was die Bibel hier deutlich macht, und es kommen jetzt noch mehrere Beispiele, die ich auch kurz beleuchten möchte, dass Gott einfach manchmal eine Wahl trifft. Er trifft eine Wahl. Er trifft diese Wahl, Israel auszusuchen, seinen Rettungsplan auf diese Welt zu bringen. Er sucht Abraham zusammen mit Sarah aus, damit dieser Sohn der Verheißung geboren wird. Gott trifft eine Wahl. Gehen wir weiter. Vers 10, Römer 9, Vers 10. Aber nicht nur das, sondern auch als Rebekka von dem einen, unserem Vater Isaak, also dieser Sohn der Verheißung, schwanger war. Denn bevor die Kinder geboren waren und weder Gutes noch Böses getan hatten, damit der Vorsatz Gottes bestehen bliebe nach der Erwählung, nicht durch Werke,
sondern aus den Berufenden, wurde zu ihr, also Rebekka, gesagt, der Ältere, ja, und da ist eben die Rede von diesen beiden noch ungeborenen Söhnen, der Ältere wird dem Jüngeren dienen. Vers 13, wie geschrieben steht, Jakob habe ich geliebt, aber Esau habe ich gehasst. Auch hier wird wieder eine Wahl Gottes deutlich. Er erwählt den Jüngeren der beiden Söhne, über den Älteren zu regieren. Ja, das mag unserem menschlichen Verständnis irgendwie so schnell so ein bisschen so, vielleicht so ein bisschen wirken, ja, warum der Jüngere? Ja, oder ne, auch hier ist ein Vers aus dem Alten Testament zitiert, Jakob habe ich geliebt, aber Esau habe ich gehasst. Und schnell ist man da, ja, wie kann das sein? Also warum spricht Gott das über Esau aus? Und das ist auch ein hartes Wort, das ist gar keine Frage. Aber ich glaube, der Punkt, also so war es mir in der Vorbereitung deutlich, der Punkt hier ist einfach, Gott möchte deutlich machen, dass er eine Wahl trifft und dass er das in seiner Souveränität und Majestät tut und dass es manchmal einfach an uns ist, zu vertrauen und zu glauben, dass er keine Fehler macht und dass er trotzdem ein Gott der Liebe ist und trotzdem jeden Menschen liebt. Ja? Und in Vers 14, das kommt, ist vielleicht so ein bisschen das, was uns kommen würde. Was sollen wir nun sagen? Ist bei Gott etwa Ungerechtigkeit? Ne? Das ist so das, was schnell in uns hervorkommt. Das ist doch ungerecht, das kann doch nicht sein. Und Paulus sagt, auf keinen Fall. Auf keinen Fall. Wenn wir weiterlesen, Römer 9, Vers 17, da geht es dann um den Pharao zur Zeit des Auszugs aus Ägypten. Denn die Schrift sagt zum Pharao, genau dazu habe ich dich erweckt, damit ich an dir meine Macht erweise und damit mein Name auf der ganzen Erde verkündet wird. Auch hier wird wieder eine Wahl deutlich. Gott erwählt den Pharao, den König von Ägypten, um seine Macht zu erweisen. Ja, und der Pharao hat mit seiner ganzen Nation an schlimmen Plagen dann zu leiden. War natürlich aufgrund seines Ungehorsams. Also Gott, ich glaube, was in diesen Versen, es wurde mir in der Vorbereitung so deutlich, als ich das gelesen habe, Gott trifft eine Wahl. Er wählt die Nation Israel aus. Dann wählt er Isaak als den Sohn der Verheißung aus. Dann wählt er Jakob als denjenigen aus, der über seinen älteren Bruder regieren oder herrschen soll. Dann wählt er den Pharao konkret aus, um seine Macht zu erweisen, als Gottes Volk Israel aus Ägypten führt. Und das macht einfach deutlich, Gott ist derjenige, der eine Wahl trifft. Und das ist für uns nicht immer unbedingt verständlich. Ne? Vers 19, das ist, denke ich, so das, was in uns schnell aufkommt, glaube ich, wenn wir solche Verse lesen. Nun wirst du zu mir sagen, was beschuldigt er, also Gott noch? Denn wer hat seinem Willen widerstanden? Und jetzt kommt es aber, Vers 20, ja, oh Mensch, wer bist du denn, dass du mit Gott rechten willst? Sagt etwa das Gebilde zu dem, der es gebildet hat, warum hast du mich so gemacht? Hat nicht ein Töpfer, also Gott, Macht über den Ton, also uns, aus demselben Klumpen das eine Gefäß zur Ehre und das andere zur Unehre zu machen? Ja, das sind Verse, die, es gibt, glaube ich, Verse, die etwas leichter verdaubar sind. Ja? Aber es lohnt sich hier genau hinzugucken und tiefer zu gehen. Und ich glaube, was in den Versen einfach deutlich wird, ist, Gott trifft eine Wahl, er trifft Entscheidungen und an uns ist es häufig, einfach demütig zu sein und zu sagen, Gott, ich vertraue dir und ich glaube, dass du gut bist und dass du ein Gott der Liebe bist und dass du keine Fehler machst. Und es sind alles Beispiele dafür, dass Gott einfach in seiner Souveränität und in seiner Majestät Entscheidungen trifft. Genauso wie er die Entscheidung getroffen hat, Israel auszuwählen, als die Nation, durch die er den Messias, den Retter, auf diese Welt bringen will. Und ich will jetzt noch kurz ein paar weitere Verse mir mit euch anschauen, die einfach auch so diese besondere herausgehobene Stellung des Volkes Israel deutlich machen. Römer 1, Vers 16. Also auch immer noch Römerbrief, aber jetzt ganz vorne, Römer 1, Vers 16. Da sagt Paulus, denn ich schäme mich des Evangeliums von Christus nicht. Es ist eine Kraft Gottes, die alle rettet, die daran glauben. Zuerst die Juden, aber auch die Griechen. Und das, was mir in der Vorbereitung so immer wieder so deutlich wurde, war dieses zuerst die Juden. Und ich sage es nochmal bewusst, damit es nicht falsch verstanden wird. Das bedeutet nicht, dass die anderen Menschen Gott unwichtig sind oder dass er sie nicht lieben würde. Aber er hat in seiner Souveränität eine Entscheidung getroffen. Und er hat gesagt, ich wähle diese Nation Israel aus, den Retter in die Welt zu bringen. Und die Rettung, und das wird auch in anderen Versen deutlich, die ich mir jetzt auch deswegen gleich noch mit euch anschauen möchte. Er hat gesagt, diese Rettung war auch erstmal, er wollte sie
mit einem Fokus auch erstmal in diese Nation Israel hineinbringen. Natürlich mit dem Plan, sie dann in die ganze Welt zu bringen. Ja? Und das lesen wir auch schon im Alten Testament. An einigen Stellen wird es auch schon prophetisch verheißen, dass diese Rettung, dass dieses Heil Gottes für die ganze Welt sein wird und nicht nur für sein Volk Israel. Aber die Bibel sagt hier ganz klar, zuerst die Juden, aber auch die Griechen. Dann lasst uns weitergehen ins Matthäus-Evangelium. Matthäus 10, die Verse 5 und 6. Und da lesen wir, dass Jesus die Jünger ausgesandt hatte. Er hatte ihnen Vollmacht gegeben, Krankheiten zu heilen, unreine Geister auszutreiben und so weiter. Und dann heißt es in Vers 5, Matthäus 10, Vers 5, diese 12 sandte Jesus aus und befahl ihnen, ganz interessant, geht nicht den Weg zu den Nationen, also geht nicht zu den Nationen, die nicht Israel sind, und zieht auch nicht in eine Stadt der Samariter, sondern geht vielmehr zu den verlorenen Schafen aus dem Hause Israel. Ist doch interessant, oder? Da wird zumindest ein Fokus wird deutlich, eine Priorität wird deutlich in diesen Versen. Die Bibel macht deutlich, auch schon im Alten Testament, schon Jahrhunderte bevor diese Verse geschrieben wurden, hat Gott durch seinen Geist verheißen, dass die Rettung für die ganze Welt sein wird. Aber er hat einen Plan, dass er das durch das Volk Israel bringen wird. Und zunächst war diese Rettung, die durch Jesus, den Messias, kommt, eigentlich auch erstmal zuerst für die Juden gedacht. Und dann eben auch für die übrigen Nationen. Eine weitere Bibelstelle, die das auch unterstreicht, Matthäus 15, ein paar Kapitel weiter hinten, Matthäus 15, Vers 24. Jetzt. Matthäus 15, Vers 24. Und da geht es um diese kanaanäische Frau, die zu Jesus kommt und ihn um Erbarmen bittet mit ihrer Tochter. Und Jesus antwortet dann sehr herausfordernd: Ich bin nur zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel gesandt. Okay, interessantes Statement, ja. Aber wenn man das mal im Kontext liest, auch mit anderen Versen, dann macht das Sinn. Die Bibel macht immer wieder deutlich, dass ein Fokus einfach hier von Gott auf Israel ist. Und die Frau bekommt dann trotzdem dieses Eingreifen Gottes im Leben ihrer Tochter, weil sie mit Glauben kommt. Aber der Schwerpunkt hier heute Morgen ist einfach diese herausgehobene Stellung Israels. Und noch eine weitere Stelle, die mir auch in der Vorbereitung diesbezüglich eingefallen ist, das ist in Apostelgeschichte 18, das sind die Verse 5 und 6. Apostelgeschichte 18, Verse 5 und 6, und da spricht das Wort Gottes: Als aber Silas und Timotheus aus Mazedonien kamen, wurde Paulus im Geist gedrängt und bezeugte den Juden, dass Jesus der Christus sei. Vers 6, als sie aber widersprachen und lästerten, schüttelte er die Kleider aus und sagte zu ihnen: Euer Blut komme über euer Haupt, ich bin rein. Von nun an gehe ich zu den Nationen. Also er hatte zuerst die Juden im Blick und er hat sie auch auf dem Herzen. Ja? Ich meine, andere Verse machen deutlich, wie sehr er darunter auch leidet, dass so viele aus seinem Volk Jesus als Messias nicht erkannt und noch nicht angenommen haben. Und er ist ja auch wirklich als Apostel der Heiden bekannt, ja. Aber er hatte vom Herzen her, ging es ihm eigentlich erstmal darum, das Heil zu seinen eigenen Brüdern und Schwestern zu bringen. Aber hier sagt er dann eben: Ich bin rein, von nun an gehe ich zu den Nationen. Ja, all diese Verse unterstreichen einfach diese besondere Stellung, die Israel hat und dass Gott hier eine besondere Wahl getroffen hat. Und ich will gar nicht in Abrede stellen, dass es auch durchaus herausfordernd ist, das zu lesen. Und das so anzunehmen, wie es da steht, weil schnell irgendwie so dieses unser ja, wahrscheinlich einfach durch unsere Gesellschaft geprägtes Gerechtigkeitsverständnis so hochkommt und sagt, wie kann das sein, wie kann Gott sowas machen und das ist doch ungerecht und so weiter. Aber das Wort Gottes macht uns deutlich, nein, es ist nicht Ausdruck von einer Ungerechtigkeit Gottes. Ja, nichtsdestotrotz, und das hatten wir schon am Anfang jetzt so ein bisschen mit dem Jesaja 62, trotz dieser Wahl, die Gott getroffen hat hier mit Israel, trotz dieser herausgehobenen Stellung hat Israel diese Errettung in ihrer Gänze, in ihrer ganzen Fülle, einfach als Nation noch nicht so erfahren. Also so wie es Jesaja 62 sagt, ich schlage das nochmal kurz auf, also Jesaja 62, Vers 7 war das, und schweigt nicht, bis er Jerusalem hergerichtet und zum Lob auf der Erde gemacht hat. Diese Zeit steht noch aus, dass Jerusalem wirklich auf der ganzen Erde dieses Lob ist.
und oder wie es Vers 2 heißt, dass die Nationen wirklich alle diese Gerechtigkeit Jerusalems sehen und dass alle Könige, also alle Regierenden, alle wirklich in Verantwortung, alle die herrschen, dass sie diese Herrlichkeit Jerusalems sehen werden. Und diese Verse 6 und 7 im Jesaja 62 sind ein Aufruf zur Fürbitte und zum Gebet für diese Nation. Und ich glaube, dass auch der Leib Christi, als und zwar der Teil des Leibes Christi, der nicht jüdisch ist, auch dazu aufgerufen ist, für diese Nation Fürbitte zu tun. Und dieser Nation auf diese Weise Hoffnung zu bringen. Diese Nation lebt in einem sehr feindlichen Umfeld. Ja? Direkt nachdem der Staat damals ausgerufen wurde, 1948, ist Israel am nächsten Tag gleich, ich glaube, von 5 oder 6 Nationen auf einmal angegriffen worden. Und auch es gab weitere Begebenheiten, wo man einfach nur im Rückblick sagen muss, wenn Gott nicht wundersam eingegriffen hätte, würde es diese Nation schon lange nicht mehr geben. Ich glaube persönlich, dieses Land braucht mein Gebet viel mehr als bisher. Es braucht unser Gebet, es braucht unsere Fürbitte, damit Israel in diese Verheißungen, die Gott für diese Nation hat und die noch ausstehen, die noch nicht erfüllt sind, auch hineinkommen kann. Natürlich haben die messianischen Juden hier auch ihre Rolle, ja, also sehr klar. Ja, nicht nur wir als nicht-jüdische Gläubige, sondern die jüdisch-Gläubigen natürlich auch. Aber der Anteil derjenigen in Israel, die wirklich Jesus als ihren Herrn und Erlöser kennen, ist noch sehr, sehr klein. Und das bringt mich so zu dem letzten wichtigen Punkt. Und da wird ein bisschen die Verbindung zu uns auch deutlich, die wir vermutlich überwiegend oder vielleicht auch alle nicht jüdisch sind. Nämlich, indem wir durch Fürbitte Hoffnung für diese Nation Israel bringen, wird eine ganz neue Qualität an Hoffnung im Leib Christi hervorkommen. Und das macht das Wort Gottes sehr eindrücklich deutlich. Und da lasst uns nochmal in den Römerbrief gehen. Römerbrief 11, Verse 11, Abvers 11. Römer 11, Abvers 11. Also Paulus spricht hier weiterhin. Da sagt er, ich sage nun, sind sie, und da spricht er eben von Jerusalem und Israel, sind sie denn gestrauchelt, um zu fallen, also um für immer quasi auf dem Boden zu bleiben? Auf keinen Fall. Und jetzt wird es interessant. Sondern durch ihren Fall, also durch den Fall Israels, durch den Fall Jerusalems, ist den Nationen, also uns, den nicht-jüdischen Gläubigen, das Heil zuteil geworden. Um sie, also wiederum die Juden, zur Eifersucht zu reizen. Wenn aber ihr Fall, also der Fall der Nation Israel, der Reichtum der Welt ist, ja, also obwohl Israel wirklich in großen Stücken damals und auch heute noch Jesus als Messias ablehnt, ist ja trotzdem jetzt die Rettung und das Heil in diese Welt gekommen. Sie ist hingekommen zu uns. Ansonsten würden wir heute Jesus nicht kennen und nicht mit ihm gehen und ihm nicht folgen. Ja? Also wenn ihr Fall der Reichtum der Welt ist und ihr Verlust der Reichtum der Nationen, also hier ist von einem geistlichen Reichtum die Rede, wie viel mehr Segen bedeutet ihre Vollzahl? Was ist denn damit gemeint? Ich habe auch ein bisschen mit englischen Übersetzungen gelesen und im Englischen steht für Vollzahl, da steht Reinstatement. Und Reinstatement heißt so viel wie Wiedereinsetzung. Also was das meint, ist, dass Israel einfach wieder in diese ursprüngliche Berufung, die Gott für diese Nation hat, wieder eingesetzt wird. Dass es diese Berufung als Heilsbringer für die Welt wieder ausüben kann. Das ist damit gemeint. Also wie, und ne, wenn, das muss man sich wirklich mal vor Augen führen, wenn, obwohl die Nation, die den Retter in die Welt gebracht hat, ihn in großen Teilen abgelehnt hat, damals, als Jesus gelebt hat, in den Jahrhunderten danach und auch heute noch, obwohl das passiert ist, ist ja trotzdem eine Fülle an Rettung und Heilung in diese Welt hineingekommen und auch zu jedem Einzelnen von uns. Aber jetzt sagt das Wort Gottes, wenn die Zeit kommt, dass Israel wieder in seine Berufung wirklich hineinkommt und Jesus in größeren Teilen, in immer größer werdenden Teilen als Herrn und Erlöser annimmt, dann wird ein ganz anderes Ausmaß an Segen für diese Welt nochmal verfügbar werden. Das ist Gottes Absicht. Vers 13, mit euch Nationen rede ich, denn weil ich Apostel der Nationen bin, preise ich meinen Dienst. Vers 14, ob ich die, die meiner Abstammung sind, zum Nacheifern reizen und einige von ihnen erretten könnte. Vers 15, denn wenn ihre Verwerfung, also, und ich habe das ein bisschen nachgelesen, was damit, soweit ich es verstanden habe, wirklich gemeint ist, denn wenn ihre Verwerfung, also wenn die Verwerfung Jesu durch das Volk Israel die Versöhnung der Welt ist, also für uns das, was wir schon erlebt haben, was wird ihre Annahme, also was wird die Annahme Jesu in der Nation Israels anderes sein als Leben aus den Toten? Das muss man sich mal wirklich überlegen. Das Leben Jesu ist ja schon zu uns gekommen. Wir sind ja schon wiedergeboren worden. Ja, wir sind ja schon freigesetzt worden. Wir dürfen immer mehr in dieses neue Leben hineingehen, das Jesus für uns hat. Aber die Bibel verheißt uns hier nochmal ein ganz anderes Level an Leben,
wenn Israel wieder in seine Berufung hineingesetzt werden wird. Und auch Vers 16, ich habe das häufig einfach so darüber hinweggelesen und habe es nicht verstanden. Und jetzt, glaube ich, verstehe ich es mehr. Vers 16, ist aber das Erstlingsbrot heilig? Was ist das Erstlingsbrot? Das Erstlingsbrot ist das Volk Israel, es ist die jüdische Nation. Dann ist auch der Teig heilig. Was ist der Teig? Das sind wir. Das ist der Leib Christi, den es schon gibt. Der zweite Teil, und wenn die Wurzel heilig ist, was ist die Wurzel? Das ist das Volk Israel. Dann sind auch die Zweige heilig. Wir sind eingepfropft worden in diesen Ölbaum. Ja, das kann man dann im weiteren Verlauf von Kapitel 11 lesen. Ich glaube, was diese Verse wirklich deutlich machen, ist, dass ein ganz anderes Maß an Fülle von Heiligen Geist und dem Wirken Gottes im Leib Christi dann schrittweise immer mehr greifbar und erfahrbar und erlebbar für uns werden wird, aber damit auch für die Menschen um uns herum, je mehr Israel wieder hineingesetzt werden wird in das, wozu es Gott eigentlich ursprünglich auserwählt hat. Und das ist für meine Begriffe ist wirklich eine Botschaft der Hoffnung für uns. Es ist eine Botschaft für uns, den Leib Christi. Weil natürlich, wir sind Gemeinde und Jesus ist unter uns als unser Herr und er tut großartige Dinge unter uns. Ja? Aber wir wissen auch, Jesus verdient eine herrliche Braut. Das sagt das Wort Gottes auch. Und das wurde mir gestern noch mal so klar. Ich glaube wirklich, damit die Braut Jesu, damit der Leib Christi in diese Fülle, in diese Herrlichkeit hineinkommen kann, damit wir dann als Braut auch bereit sind für diese himmlische Hochzeit mit Jesus, damit Jesus also wiederkommen kann, ist noch ein anderes Maß an Fülle des Heiligen Geistes und der Herrlichkeit Gottes im Leib Christi notwendig. Und ich will nicht sagen, dass es nur jetzt darum geht, dass die Juden zum Glauben kommen und dass wir jetzt überhaupt gar keinen Anteil mehr daran haben und dass es jetzt nur noch darum geht, für die Juden und ihre Errettung zu beten. Nein, das meine ich nicht. Aber es ist ein wesentlicher Aspekt. Das macht das Wort Gottes ganz deutlich. Und insofern ist es, glaube ich, wenn wir, und damit komme ich langsam jetzt zum Schluss, wenn wir uns im Gebet, und ich nehme mich da voll mit rein, ja, weil ich habe das bisher nicht sonderlich viel getan, hin und wieder eigentlich, nur sporadisch, aber wenn wir uns im Gebet auch einsetzen für diese Nation und dafür einsetzen, dass die Errettung Jesu immer mehr auch in dieser Nation sichtbar werden wird, dann ist das Hoffnung für diese Nation, aber es wird automatisch ein ganz anderes Maß nochmal an Hoffnung für den Leib Christi auch verfügbar machen. Ja, wir als Braut Jesu können in eine ganz andere Fülle noch hineinkommen. Und das wird es brauchen, damit Jesus diese herrliche Braut bekommt, wenn er wiederkommt. Ja, und das begeistert mich einfach. Und damit möchte ich eigentlich jetzt dann zum Gebet kommen. Ich möchte jetzt gerne noch, dass wir beten. Und ich nehme mich da selbst mit hinein. Einfach, dass wir beten, dass wir mit dieser Auswahl Gottes übereinstimmen. Dass wir sagen, ja Herr, du hast diese Nation auserwählt, es ist dein souveräner Wille, es ist das ist Ausdruck deiner Majestät und deiner Göttlichkeit und deiner Herrlichkeit, dass du diese Nation auserwählt hast, einfach dazu zu sagen, ja, es ist gut so. Und dabei nicht, dass wir uns jetzt plötzlich klein und unbedeutend fühlen, nein, wir sind Söhne und Töchter Gottes, wir sind es, wir bleiben es, das wird sich auch nicht mehr ändern. Das ändert nichts an dem Wert, den wir haben, es ändert nichts an der Liebe, die Jesus für uns hat. Aber lass uns dafür beten, damit mit Gottes Auswahl übereinzustimmen und lass uns dafür beten, eine Liebe zu dieser Nation und auch zu den Juden zu entwickeln und lass uns konkret dafür beten, dass wirklich der Heilige Geist diese Nation erfassen wird. Und damit bin ich so ein bisschen bei Pfingsten, ja. Es war nur ganz zum Ende jetzt der Predigt, aber lasst uns wirklich für eine Ausgießung des Heiligen Geistes in dieser Nation beten. Nicht nur dort, natürlich auch weiterhin in unserem Umfeld, aber auch dort, damit Israel Schritt für Schritt wieder mehr in das hineinkommen wird, wozu Gott es auserwählt hat. Und dass wirklich diese ganze Fülle, die Gott vorbereitet hat, auch durch diese Nation im Israel in die Welt hineinkommt. Amen. Halleluja, Jesus, wir danken dir für dein Wort, das so klar ist, das so reichhaltig ist, das so tief ist, Herr. Du hast solche Reichtümer noch in deinem Wort verborgen, Herr. Wir wollen dich dafür heute Morgen ehren. Wir wollen dir Danke dafür sagen, Herr. Wir wollen dir Danke dafür sagen, dass du Israel auserwählt hast. Nicht eine andere Nation, Herr. Nicht, weil die anderen Nationen unwichtig sind, weil du sie nicht lieben würdest oder weil sie dir egal wären. Nein, aber du hast einfach eine Auswahl getroffen. Du hast gesagt, diese Nation wähle ich aus, um den Retter, um den Messias, um Jesus in diese Welt zu bringen. Und auch diese erste Ausgießung des Heiligen Geistes, die hat es nicht umsonst auch in Jerusalem gegeben am Pfingsttag, Herr. Als man im Obergemach war und gewartet hat und gebetet hat und dann bist du gekommen, Heiliger Geist. Nicht umsonst, es war kein Zufall, dass der Heilige Geist in Jerusalem ausgegossen wurde, dass diese Ausgießung in Jerusalem stattgefunden hat. Und wir beten, Jesus, dass du uns vielleicht auch einfach vergibst, Herr, da, wo wir
und sei es unbewusst, aber nicht übereingestimmt haben mit deiner Auswahl. Ich bete, Herr, dass wir eine Liebe zu deinem Volk entwickeln, dass wir eine Liebe wirklich entwickeln zu deiner Nation, Herr, dass wir gerne, Herr, dass wir beständig, Herr, dass wir mit Freude, Herr, beten für diese Nation und für dieses Land, Herr. Nicht, und dann vergessen, Herr, für andere Dinge zu beten, Herr. Es geht nicht nur darum, jetzt nur noch das zu machen, Herr. Aber ich bete, dass wir darin wachsen, Herr, dein Volk zu lieben, Herr, für dein Volk im Gebet einzustehen. Und lass deinen Geist ausgegossen werden, auch heute, Herr, an diesem Tag. Lass ihn ausgegossen werden, Herr, in Jerusalem. Lass ihn ausgegossen werden, Herr, ihn mit Macht und Kraft, Herr, in dieser Nation, heute, Herr, aber nicht nur dort, Herr. Lass ihn ausgegossen werden, auch heute in unserer Gemeinde, Herr. Du weißt, wo wir dich brauchen. Heiliger Geist, komm und erfülle uns, Herr. Erfülle uns mehr, Herr. Erfülle uns neu, Herr. Und lass diesen Hunger beständig da sein, Herr, nach dir, Heiliger Geist. Denn jeder Tag kann Pfingsten sein. Jeden Tag können wir mit dir erfüllt werden. Aber gebrauche besonders heute, Herr, diesen Pfingsttag. Gebrauche ihn besonders heute auch in Israel, Herr, um deinen Geist auszuschütten, Herr, damit Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen, Herr, und hinzugefügt werden, Herr, zu deinem Reich, zu deiner Gemeinde. In Jesu Namen.